willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute habe ich mal einen Grain dabei, und zwar einen Single Grain, 20 Jahre alt, und der heißt The Observatory. Observatory. Okay, schwierig auszusprechen, auf jeden Fall irgendwas mit Observieren. Ist 20 Jahre alt, hat 40 Umdrehungen, ist gefärbt. Und da bin ich drauf gekommen, weil ich jetzt schon seit gefühlt 4-5 Tagen in allen möglichen Whisky-Gruppen nur lese, kann der was. Ja, ich glaube, es wird hauptsächlich gefragt, ob der was kann, weil der nämlich zufällig diese Woche im Angebot ist, und zwar für 18,99 € beim Netto. Ja, normalerweise kostet die Bulle nämlich um die 36-37 €, heißt also, man kriegt den für gut die Hälfte. Und selbst da kann ich nicht Nein sagen und habe dann gerade spontan das Auto gesattelt und bin mal zum Netto geritten und habe mir da so eine Buddel organisiert. Ja, das Ding ist halt 20 Jahre alt. Auf der Flasche steht, ist gebottelt 2018, also 1998 gebrannt. Welche Distille steht nicht drauf, aber es gibt halt so eine kleine Vermutung. Da steht halt als Name drauf und da unterschrieben hat eine Stephanie J. McLeod. Gut, wenn man das jetzt bei Google eintippt, dann findet man den Hinweis darauf, dass diese Dame Masterblenderin bei Aberfeldy ist. Ob da aber Aberfeldy drin ist und ob die Grain produzieren, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber vermutlich ist das halt ein Grain, der eigentlich für die Blendindustrie gedacht war, und den haben sie halt jetzt noch irgendwo gefunden, vor 3 Jahren gefühlt, und haben den dann noch auf Flaschen abgefüllt. Ich habe in meiner Community-Gruppe schon mal so ein bisschen gepostet, dass ich die Buddel organisiert habe, und da haben schon viele gesagt, der wäre nicht so geil gewesen. Bei manchen war der so ein bisschen im Mittelfeld, weil den gab es wohl schon mal bei einem Blind-Tasting von Jason, und da haben den halt diverse Leute schon mal probiert gehabt. Gut, ich meine, ich habe den noch nicht probiert gehabt. Ich war damals nicht bei diesem Tasting da anwesend. Also kann ich dazu jetzt erstmal noch nichts sagen. Aber ich habe mir einfach gedacht, Leute, 18,99, 20 Jahre alter Whisky, ganz ehrlich, da überlege ich nicht. Da fahre ich hin und hol die Buddel, ne? Und selbst wenn die jetzt nicht so cool ist, dann machen wir einfach irgendwas Leckeres daraus, wie zum Beispiel Stollen oder sowas. Naja, wir finden auf jeden Fall immer eine Verwendung dafür. Oder leckere Grillmarinade. Irgendwie werden wir das Zeug im Notfall sonst quitt. Wenn einer probieren will, ihr wisst ja, ne? Ich teile die Buddel natürlich auch, wenn jemand noch Interesse haben sollte. Aber ich würde sagen, erstmal jetzt Nase rein und dann schauen wir mal, was wir hier so im Glas haben. Also dafür, dass der nur 40% hat, zieht der ganz schön in der Nase. Vor allen Dingen sehr, sehr vanillig, ne? Also hier steht zum Beispiel nichts drauf oder nicht drauf, was für Fässer die verwendet haben. Aber ich würde ja einfach mal sagen, das waren einfach Ex-Bourbon-Fässer. Weil, wie gesagt, die Farbe, können wir nicht nachgehen, ist ja halt gefärbt, ne? Vielleicht war der ganz hell und dann wollten wir den ein bisschen dunkler machen. Ich meine, die Umverpackung sieht schon cool aus, ist aber auch halt wieder so ein typischer wabbeliger Karton, ne? Also 5-mal aus dem Regal nehmen, dann fällt das Ding wahrscheinlich auch wieder auseinander. Aber hat schon was Geiles, ne? Hier ist noch so ein schicker Leuchtturm drauf. Ne? Hier hat man auch noch so ein bisschen von den Felsen, ein bisschen Wasser. Sieht schon cool aus und steht auch noch drauf, dass die Signature Series ist. Signature Editions kenne ich eigentlich bis jetzt nur so von St. Kilian. Aber ich sag mal so, vom Design her gefällt mir. Das Design muss natürlich auch bezahlt werden. Ob jetzt der Whisky das wert ist, werden wir gleich rausfinden. Also so wirklich viel kommt bei mir nicht an. Ich krieg so ein bisschen Uhu, aber so ganz leicht, ne? So eine dezente Uhu-Note, die ist ganz okay. Und wie gesagt, volles Pfund Vanille. Aber das war doch eigentlich. Bisschen Süße noch. Und der riecht natürlich jetzt nicht wie so ein junger Whisky, ne? Also dass er 20 Jahre alt ist oder dass der auf jeden Fall, dass das ein älterer Whisky ist, das riechst du, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der riecht wie so ein ganz, ganz junger Whisky, sondern man riecht schon, dass das eine ältere Abfüllung ist, dass der schon relativ lange gelagert ist. Ne? Weil hinten raus kriegt er auch so eine leichte Holznote, aber die ist ganz dezent nur. Also aktuell kriege ich wirklich nur Vanille, Süße, leichtes Kribbeln in der Nase
Obwohl ich gerade echt Speichelfluss kriege. Also ist echt komisch. Aber gut, ist halt so der typische, so einfach chillig hinsetzen und einfach mal einen Whisky trinken. Ne? So diese typischen Aromen, die dann haben willst. Du willst ja dann Vanille haben, du willst eine Süße haben, du willst dich nicht stundenlang damit beschäftigen. Du willst einfach nur den Whisky trinken und gut ist, ne? Der kriegt so kurz, also kurz bevor es so dieses Holz kriegt, kriegt er noch so eine leicht herbe Note. Hat so ein bisschen was von Bitter Lemon. Ja gut, aber das war's halt, ne? Also richtig viel mehr kriege ich da auch nicht. Also von der Nase her würde ich jetzt nicht sagen, kann man nicht trinken. Aber ich bin ja mal gespannt, wie der so schmeckt. Deswegen gucken wir mal, wie es weitergeht. Slanja. Ja. Schlecht finde ich ihn jetzt nicht. Also, wisst ihr, wen der mich total erinnert? Der erinnert mich total an den Johnny Blond. Der war geschmacklich ähnlich. Ich kriege hier unfassbar viel Vanille. Eine am Anfang wirklich extreme Süße, wirklich so ein, als wenn ich halt so eine Kaffeesüßstofftablette essen würde. Dann kommt Holz. Holz, 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 Holz und hinten raus so eine leichte bittere Note. Aber den finde ich tatsächlich ein bisschen besser als den Johnny Blond. Der hat ein bisschen mehr Geschmack, aber er ist auch flach. Also man muss jetzt einfach sagen, die 40% tun ihm nicht gut und der bringt auch so eine. Ja, so eine gewisse Schärfe noch mit, ne? Du hast so eine gewisse Schärfe auf der Zunge, wo ich einfach sagen würde, ist hier irgendwie so eine Richtung, keine Ahnung, als wenn ich so also Chili-Tortillas essen würde oder so Chili-Chips oder so, wo du wirklich, du hast dann gerade auf der Zunge, ist eine kurze Schärfe und dann geht das wieder weg. Was ich aber eigentlich eher so kenne von relativ jungen Whiskys, ne? Habe ich bei so einem älteren Whisky eigentlich noch nicht so gehabt. Naja, egal, ich probiere nochmal einen Schluck. Hat auch keinen richtig langen Abgang, ne? Aber ist so. Also wirklich. Vanille. Vielleicht noch ja, wirklich so ein Karamell, was wirklich schon zu verbrannt ist, was so eine richtig herbe Note auslöst. Und das wirklich, also, das ist echt so eine Chili-Schärfe im Mund. Wirklich so, also wenn du diese richtig scharfen Chips isst und irgendwann geht so der Geschmack weg, wenn du zu viele davon isst. Ja, also ich esse nicht gerne scharfe Sachen. Aber dieses Feeling habe ich halt gerade. Und dann hast du halt hinten raus dieses Holz und diese leichte Bitterkeit. Also die Bitterkeit ist, glaube ich, nicht für jeden was. Ich finde, die ist jetzt okay. Aber es gibt zum Beispiel auch Whiskys, wo ich da total ätzend fand. Ne? Also wo mich da total stört. Das ist so eine wirklich so eine leicht herbe Note. Die begleitet den Whisky noch ein bisschen. Aber für so zum Trinken, da machst du nichts falsch. Also kaufen muss man den nicht zwingend, aber für 18,99, mein Gott, warum nicht? Nehmt ihn euch mit. Also den kannst du auf jeden Fall, da kannst du gar, also Limo kannst du auf jeden Fall reinkippen. Du kannst daraus einen Cocktail machen, den kannst du zum Mischen nehmen, da kannst du mit kochen und den kannst du tatsächlich auch pur trinken. Aber ist jetzt halt, wie gesagt, ist nichts Besonderes. Ist einfach nur so chillig hinsetzen, mal einen Whisky trinken, gut ist. Da gibt es natürlich auch bessere Kandidaten für, ne? Aber wie gesagt, wenn, also ihr wollt ja wissen, kann man sich den für 18,99 kaufen? Ja, meiner Meinung nach kann man sich den für 18,99 kaufen. Aber wie gesagt, man muss halt auf diese Holznote im Abgang stehen. Ansonsten die Noten, die du vorher hast und diese Aromen, die du vorher hast, die machen echt nichts falsch. Also ich bin bei, ja, 3 bis 4 Daumen hoch. Ich tendiere aber, wie gesagt, eher zu 3, weil, ja. Mir fehlt einfach so ein bisschen was, ne? Also ich glaube, wenn du halt mehr Prozente drauf gemacht hättest und dann 36 Euro, wäre, glaube ich, keiner unzufrieden gewesen. Aber da ist halt so ein bisschen so,
Die Aromen gehen wahrscheinlich ein bisschen verloren, dadurch, dass wir es einfach mit 40% abgefüllt haben, was einfach zu krass war in dem Moment. Aber gut, also nicht schlecht, aber auch keine Glanzleistung, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, kann man sich bedenkenlos, glaube ich, für 18,99 kann man da ruhig zugreifen. Für 36 würde ich ihn jetzt nicht kaufen oder für mehr. Also wirklich, wenn ihr den noch irgendwo bekommt, kauft ihn euch und wie gesagt, macht euch geile Mischen damit, backt damit, macht Marinaden oder sonst irgendwas oder trinkt pur. Machst du auf jeden Fall nicht so viel mit falsch. Gut, wenn ihr den schon mal probiert habt und ihr da schon Erfahrung mitgemacht habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten Video gerne liken, Kanal abonnieren, Mission 1000, ihr wisst Bescheid, Leute. Und ja, ihr findet mich bei Instagram, Facebook und natürlich in meiner WhatsApp-Community-Gruppe. Wenn ihr da gerne rein wollt, schreibt mich einfach an. Ich lade euch natürlich gerne dazu ein. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.